Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und Jungs, heute mal zu einem, also wirklich, mir muss ein Bein fehlen oder sowas. 35 Tokens habe ich erspielt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Lebenszeit das waren. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viel das war. Ich tippe so auf anderthalb Tage oder so und dadurch habe ich mir den 1 von 3 Icon World Cup Hero Player Pick ercraftet. Wenn der nicht gönnt, weiß ich auch nicht mehr. Und ich habe mir dazu heute eine besondere Packluck-Fee eingeladen. Benji, was geht denn? Gumo. Ich frage mich wirklich, was Max da veranstaltet hat. Also lieber würde ich wirklich 3 Stunden in der deutschen Bahn stehen, während der Zug mich fährt, anstatt 3 Stunden Squad Battle zu spielen. Achso, hier unten ist die Kamera. Ja, ich bin natürlich auch da. Hi! Ich bin durch die Hölle gegangen. Wirklich, das Spiel war vom Teufel teilweise. Das kannst du dir nicht ansatzweise vorstellen. Swaps habe ich gespielt. Was musstest du spielen? Nur Swaps. Sick, ja, Swaps. Es könnte so einfach sein, aber es sind alles nur unterwegs in diesem Modus. Und das Beste wäre, du hast ja immer Softbands bekommen und du konntest dann teilweise irgendwie 12 Stunden in ein Spiel reingehen. Und dafür, dass ich 35 Tokens gespielt habe, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 für Likes sind drin. Und natürlich auch kostenlos unten auf Abonnieren klicken. Wir haben den Pick natürlich schon im Stream geöffnet. Clip blende ich euch natürlich direkt jetzt mal ein. Okay. Wir fangen nochmal neu an. Zambottos, okay. Bin ich immer noch geisteskrank enttäuscht, aber ich will es mir schön reden. Ich sag euch ehrlich. Da ist Gold Rashford besser, Digga. Das ist safe, dieser laute Digga. Ich hab gar keinen Bock. Drogba! 700k kostet der, es ist kein erneuern, aber Leute, der sieht ingame, glaube ich, immer noch aus wie Maldini und das wird ingame, glaube ich, eine 1er Sache, das wird laufen wie ein Länderspiel. Benji, erster Link in der Videobeschreibung, denke ich mal, kennt ihr alle. Und ich halte jetzt mal, oh, ich hätte mich fast erschlagen, ich halte mal mein Boot rein, ne? Da ist ein RF und LF drauf. Gut, dann fange ich mal mit meinem LF an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte erst mit einer Hero-Karte gehen, dachte mir dann so, nee. Ich habe letztens nämlich gegen Stefan Fifa gespielt und der hat Carrasco Road to the Knockouts, Weg zum Ruhm hier von World Cup gehabt. Und der war krass gut und deswegen wollte ich den auch spielen. Und auf der rechten Seite hätte ich gerne meine erste Icon, die ich mit einbaue. Wir spielen ja mit, was haben wir gesagt, 31 oder 32 Chemie? 31? Ja, irgendwie sowas. Und deswegen spiele ich mit einer Icon und zwar der aus meinem Icon-Pack Georgie Pest. Die EA-Leitung nach Berlin würde ich gerne auch mal abgreifen, sage ich dir ehrlich. Die ist so saftig-knaftig. Seitdem ich umgezogen bin, habe ich nur Packluck. Ohne Witz, Digga. Zaha und Messi kannst du mal spielen, ganz entspannt. Sehr schön. Was hast du bei mir aufgeschrieben? Welche Position? Stürmer und linke Flügel. Stürmer und linke, okay, alles klar. Dann gehe ich rein. Ebenfalls ist eine Hero-Karte bei mir gewesen. Ich sag dir, ich beschwere mich nicht. Jovan, Jovu heißt der, glaube ich. Hast du letztes Mal schon gegen mich gespielt, Digga? Habe ich letztes Mal gegen dich gespielt? Ja. Oh mein Gott, nein. Ey, oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich sogar verbaut. Ne, Ellen wird Musiala, der muss das heute carryen, Leute. Bevor Benjamin sie sagt, was er hat, schreibt in die Kommentare euer Tipp Costa Rica gegen Deutschland. Ich sage 2-0 Deutschland. Ich sage 1-0 Deutschland. Musiala. Es wird ein enges Höschen, ne? Ich habe einen von beiden. Jetzt ist nicht Musiala. Als ob ich mit einem Stürmer spiele. Warum nehme ich den geschickt, was ich habe? Ich habe den Bild bei WhatsApp geschickt. Schau mal rein, dann siehst du es selbst. Ach du So Freunde, welcome back to another video on this channel. This is Max Muller, Squabble Battle with Drogba from his World Cup Pack and I'm going to show him the 3 players he is about to play. Viel Spaß, Junge. Deutschland einzubauen. Ja, viel Spaß. Englisch LK, 14 oder 15 Punkte? Bei mir gab's noch Noten, Digga. So alt bin ich. Pass auf, jetzt gehe ich aber erstmal an ganz klar. Also ich wirklich lieb den Typen. Lothar Matthäus, der Mann hatte schon mehr Frauen als Bälle am Fuß, deswegen spiele ich den mal im Zentrum, hatte ich gar nicht dieses Jahr. Dann an Zettel, also wenn du den hast, ich schwöre es, ich komme nach Berlin, ich zahle dir 100 Subs, World Cup, Weg zum Ruhm, den habe ich nämlich gleichzeitig freigeschaltet, während ich 1000 Swaps erspielt habe, deswegen, ja, es war eine Karte zum Erspielen und rechts wird der Link dazu, PP. Ballack aufgeschrieben, du dreckiger. Ehrlich jetzt? Ballack, Goretzka und Ousmane Dembélé. Michi. Es ist Michi Ballack. Der steht momentan immer bei, der ist Experte bei Magenta TV. Bei Magenta, ne? Ja? Macht er nicht schlecht, ich finde es aber so lustig, wie der ein Ossi-Dialekt hat. Ja, aber ja, ist super gespielt, aber da hätte ich jetzt auch mal die gelbe Karte gezeigt. Aber die Drogba was good as Chelsea too. Stimmt, der hat ja mit dem gezockt sogar. Ja. Oh mein Gott, hätte ich ihn eigentlich mal spielen müssen für den Flair. Ja, vielleicht hast du den ja, vielleicht habe ich ihn auch geschrieben, ne? Beauty Schnuti, ich glaube es nicht. Wir haben ja vorhin über meinen Packluck geredet, Digga. Und im World Cup Hero Pack hatte ich einfach Marquisio drin, ne? Den spiele ich. Falls, wirklich jetzt. Daneben spiele ich Tonali und um nochmal in die spanische Liga zu gehen, gehe ich mit einem Spanier. Ja, ist leider keine geile Karte, aber ich brauche den Link und das ist Koke.
Was für Koke? Busquets hat eine neue Karte bekommen, ne? Wirklich? Ja, dann nimm den doch mal. Ja, Busquets. Aber der ist ja kein Link. Der ist ja nur ein Liga-Link. Ja, ich weiß. Busquets, KDB, also Kevin De Bruyne und Kendrick Lamar. Kannst alles spielen. Chock, 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 chock. Ja, will er mich... Okay, mi hinte. Gola Asere, ich halt rein. Rechter, linker Läufer. Rechter, linker Läufer. Also, mein rechter oder linker Läufer wird auf jeden Fall auf der linken Seite überlegen, gehe ich rechts oder links mit dem Spieler von Atletico. Ist halt offensichtlich, aber manchmal stehe ich aufs Risiko. Und ich dachte mir so, ey, es wäre echt auffällig, wenn ich jetzt mit der linken Seite gehe, mit Rein Ildo. Deswegen gehe ich nicht mit Rein Ildo, sondern auf der rechten Seite auch nicht mit dem ZM, der da abgeliefert wird auf RV, sondern gehe links mit Reguillon und rechts spiele ich mit Calabria, dem Perfect Link zu Tonali, der sehr auffällig ist. Reinoldi und Peter Maffay Maffeo oder wie der heißt, Mann. Ah, Junge, kannst du spielen. Ja, wirklich, dieses Pokerspielen, wo, auf welcher Seite du dieses Jahr einen Verteidiger hinstellst, ist so geil und es ist so random. Es ist gottlos, Junge. So, ich habe bei dir auch ein bisschen Poker gespielt, aber es gibt auch Leute, die einfach taktisch ans Poker rangehen. Also ich gehe jetzt hier mal rein, ganz klassisch, und ich denke mal, wir werden uns früher oder später noch was raussnipen. Klaus, linke Seite. Ich hoffe, den hast du nicht. Und auf der rechten Verteidigerposition, super Typ, Leute, kann ich euch nur sagen, wird's der Riedle Baku. Den hätte ich auch gerne bei der WM gesehen. David Raum. Ich bin damit Doppeldeutschland gegangen. Also, Baku hast du, ey, komm, brauchst du jetzt hier nicht spannend machen. Also, Baku hast du nicht aufgeschrieben, bitte. Niklas Süle. Ja, ich wollte gerade schon sagen, okay, den nehme ich extra nicht, der wird nur abseits im Game aufheben, weißt du? War es gerade eine Ansage oder was? So, Freunde, mir wurde gesagt, ich soll Gummi geben von Max. Dann gebe ich jetzt auch mal Gummi und halte rein. Ja, irgendwas, was du willst. Halten rein, also, komm, halten rein. Ihr seht genau das jetzt. Dann werde ich. Ja, ich wusste nicht, wie Max auf 32 Chemie kommt. Ich habe ein bisschen was probiert. Ich bin anscheinend, keine Ahnung, kaputt im Kopf, zu blöd, verblödet. Ich weiß es nicht. Max wird was haben, deswegen vielleicht mache ich einen Glückstreffer. Also, ich sag dir auch ganz ehrlich, bei deiner Spielauswahl wird es auch sehr interessant, muss ich sagen. Dann, rechter Handverteidiger wird bei mir eine Special Card vom VfL Lack. Wow, und ich hoffe, du bist nicht mit den Kollegen gegangen. Dann hinten linke Innenverteidigung. Der beste IV in diesem Spiel. Ich hasse den Typen über alles. Koundé. Und im Tor hinten Ter Stegen. Und das ist so geisteskrank auffällig, Leute. Das ist mir eben gerade erst bewusst geworden, weil er den aufgeschrieben hat. Und ich gleich mit dem Bronzestern beim Tor zocken darf, Mann. Ich erzähl dir mal was kurz. Ja? Ich habe gerade dein Team nachgebaut bei Footbin und dachte mir so, Koundé wäre eigentlich was Interessantes, weil die Euro-Karte davon schon ist. Nee, aber da kommt der Torwart ja niemals auf volle Chemie und er kriegt die nicht. Und dann habe ich einmal diesen Gedanken abgebrochen. Und das tut mir richtig in der Seele weh, weil somit habe ich nur einen, und zwar Lacroix, Todibo und Lloris. Mann, Junge, du bist doch kein Mensch, Mann, wirklich. Torwart in die Verteidigung, Baby. Und ja, ich weiß, meine Auswahl wäre nicht auf voll gekommen, aber das ist Schnuppe. Ja, also ich sagte, ich bei mir, ich glaube, das ergibt dann minus 2 Chemie, wenn du die hier reinpacken würdest, aber ich habe wirklich, also Leute, ich hatte keine Ahnung, also was ich hier für Karten, also den wirst du auf gar keinen Fall spielen und du kannst Bronze, also komm, ich hatte mal. Ich bin, mit einem Club gegangen. Und das ist, wie soll ich sagen, Real Madrid. Das ist Alaba, Courtois und der beste deutsche Innenverteidiger aktuell. Der aktuell existiert, und zwar Antonio Rüdiger. Ich wusste gar nicht, dass man SWB-Teams jetzt mit 2 Ligen baut. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Nein! Aber... Die Liga habe ich ja... Ja, was machen wir da jetzt? Ist jetzt, ne? Bin ich dumm? Oh, bin ich blöd? Oh mein Gott, bin ich dumm? Wirklich das Einzige, was ich mir gedacht habe, oh, ich kann doch in die Liga gehen. Oh ja, gehe ich mit dem Real-Dreier fertig. Nein! Warte, wie kam er gerade wirklich? Mach auch einen IV, okay? Das so ist wie bei mir. Sicher? Digga, ich hab's halt verkackt. Also ich will jetzt nicht, dass ich hier jetzt irgendwie nein, zu nett davon komme. Du passt, musst es jetzt entscheiden. Passt. Mach einen raus, passt. Dann spielen wir mit den gleichen Mitteln, ist okay? Dann haben wir uns einen, meine Lieblingsfußballsimulation, let's go. Erstes Spiel nach dem neuen Patch jetzt, ne? Das ist es. Und gegen die wilden Kellnerin. Pass auf. Gut. Oh mein Gott, meine Kamera. Guck mal hier. Boah, sieht Drogba cool aus, ey, Mann. Ey, ich schwöre dir, meine Kamera. Ich drehe mich mit im Sessel hier, ne? Der ist richtig gut, der Carrasco, Digga. Digga, das ist ja Jesus Prime. Was ist das denn? Was ist das? Dankeschön. Was ist das denn? Oh, das war ein Viereck durchgedrückt. Sexy Playboy. Was war denn das für ein Trick? Den hab ich doch nie ganz FIFA gesehen. Oh, der wird gedrückt. Ich hab mich verdrückt, Digga. Ich schwör, ich hab mich verdrückt. Boah, also Dreieckspässe haben die auch. Okay. Ja. Maldini! Guckt ihn euch an.
Wow, es ist wirklich Maldini, ist das Drogge. Und es ist mein Lieblingsspiel, herrlich. Oh, macht Maldini mit der Vorlage? Maldini mit der Bulette, komm Junge, let's go, Mann. So, jetzt will ich mal gucken, wie mein... Das sieht so verkehrt aus. Meine Augen drehen und meine Ohren weinen, wirklich. Ja. Ich habe hier immer einen Marquise noch on the line, mein Bruder. Ich habe hier noch, guck mal hier, einen Jovo, der sich durchtackern kann. Okay. Gut, dass es aber keinen Anschluss halt mehr gibt in diesem Spiel, ne? Ich find's einfach klasse. Wirklich. Quatsch nicht, steh auf, Junge. Du bist eigentlich Österreich bei der WM. Ja, ehrlich. Ey, Digga, ich kenn schon wieder, ich zeig die an da drüben, ehrlich. Ich wollte nach oben passen. Nein! Nein! Digga, was ist hier? Oh, das Puchucho! Guck mal hier. Das ist der Eckball. Und Maldini mit dem Doppelpack. Das ist es nämlich. Okay, Jubel, skippe ich, komm. Ich habe in die lange Ecke gezielt, genau da, wo du dein Tor hingestellt hast. Ehrlich jetzt? An dieser Stelle, ja. Alles klärchen? Harter, hol mich weg. Digga, ich stand da gestern. Ich schwöre auf alles, Maldini mit der Zidane-Rolle, meine Freunde. So ein Ding ist das. Aber der Zickzack, Junge. De Bruyne. Tor, hallo, mein Gott, mein verdammter Er ist nicht hingegangen, es war so schön. Dieses Spiel ist so schön und auch so toll. Ich bin der Anton aus. Jetzt geht es einfach. Ich fasse es nicht. Schieß ihn auf keinen Fall in die Mitte, Digga, wirklich, trau dich nicht. Da ist kein Puls mehr. Gibt's eigentlich Time Finish beim Elverschießen? Weiß gar nicht, meine Connection ist so schlecht, ich hab Time Finish aus. Nein, es hat geleckt. Ich stehe auf alles, es hat geleckt. Das war Delay. Jan Delay wieder, wirklich. Oh mein Gott, ich hab verkackt. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich schieße ihn nicht unten links hin. Ich hab nach links unten gelenkt. Ach, Digga, wirklich, halt's mal. Zack, die Bohne. Lupfer rechts oben. Figur auf unter der... Schon vorbei. Susanne, wirklich, was du da gepfiffen hast, ich weiß es nicht. Die bringen ein Patch nach dem anderen, aber schaffen es nicht trockbar. Da ist die Karte verkehrt, das ist Playermodel verkehrt, da ist alles verkehrt. Mir geht's bestens. Let's go. Nenn mir ein... Ist nur ein Pick, ne? Beim Elven? Ist nur ein Pick, genau. Super, perfekt. Laila, also, ich will dir gar nichts riskieren, weil du so gütig warst bei mir mit meinem Innenverteidiger. Ausfall, wirklich Ausfall. Anders kann man es nicht nennen. Deswegen nehme ich einfach, glaube ich, nehme Offensiven. Ich nehme Flügelspieler, einen linken Flügelspieler. Ach nee, du hast ja 4-4-2, ne? Dann LM. Das ist Jamais Musiala. Ja, ich habe einfach. Ich habe nicht umgestellt, Mann. Das ist es, Leute. An der Stelle wünscht Deutschland viel Glück für heute Abend. Wie gesagt, schreibt euren Tipp gerne mal in die Kommentare rein. Damit bin ich raus. Lasst einen Daumen nach oben, lassen wir da checken, Benjamin ab. Und dann würde ich sagen, hat der Mann das letzte Wort. Ja, perfekt. Das letzte Wort ist das letzte Wort. Ciao.